Die Wirkmechanismen der kurzkettigen Fettsäuren sind erst vor kurzem entdeckt worden. Sie haben im Wesentlichen zwei Funktionen, von denen man weiß, dass sie für die Gesundheit von großer Bedeutung sind. Zum einen hemmen sie Entzündungsvorgänge im Körper, und zwar im Darm, aber auch an Stellen, die weit weg vom Darm sind, zum Beispiel im Gehirn. Und der zweite wichtige Effekt ist, dass sie einen Einfluss haben auf den Zucker- und Fettstoffwechsel und damit auch auf das Körpergewicht. Sie können also den Zuckerstoffwechsel und den Fettstoffwechsel normalisieren, und Patienten oder Personen, die länger kurzkettige Fettsäure einnehmen oder im Körper produzieren, nehmen auch an Gewicht ab und werden schlanker.